Tiefe Finsternis umhüllt den Movenpark. Und die Allerjüngsten haben sich dazu verschworen, Schrecken und Entsetzen zu verbreiten. Ihre Mission? Die Besucher so tief in den Abgrund des Grauens zu stürzen, dass sie es nie vergessen werden. Die Allerjüngsten! Das große Halloween Special! Wir, die Allerjüngsten, sind im Moviepark, um pünktlich zu Halloween nicht nur euch zu erschrecken mit unserem Content. Nein, wir sehen alle noch normal aus. Wir werden jetzt gleich geschminkt und verkleidet und wir dürfen euch oder Fremde, eins von beiden, Bruder, du siehst jetzt schon aus wie ein böser Bösewicht, erschrecken. Und das machen wir heute hier. Ich bin sehr gespannt. Wie schreist du? Happy Halloween. Ich denke mal, die Stimmung passt und ich bin gespannt, was wir heute abreißen, weil wir sind heute hier bei den Allerjüngsten! Let's go! Also am Ende des Tages sind wir jetzt hier hinter dem Bereich. Finde ich gut, sehe ich mich. Amar, lass uns zusammen in so einem Käfig gehen und die ganze Zeit Bon rauchen. Okay. Oder die Ola Kalar-Klamotten sind auch extrem gruselig. Hey, wir haben hier equipped, das ist die neue Kollektion, aber sag's noch nicht. Das sieht so fassbar gut aus. Ich überlege jetzt gerade, weil es wird echt kalt, ob ich mir einfach 5 T-Shirts anziehe. Es wird nicht zu kalt. Mir war jetzt gerade schon kalt. Bro hat heute Kommunion. Und du bist gekommen, um meine Rohre in der Küche zu tauschen, oder? Ich muss hier mein Rohr verlegen. Oh, lass mich mal in den Heizer. Ey, ist euch nicht kalt? Okay, wie sieht's mit Schminken aus? Ihr müsst euch jetzt schminken. Wir schminken uns selber. Ja, aber wie sollen wir das denn machen? Wenn ich eine Sache im Leben wirklich so gar nicht kann, ich kann sowas überhaupt nicht. Das kriegt ihr schon hin, Jungs. Ja, das kriegen wir schon hin. Wir haben doch Budget. Also ich würde hier so eine fette Narbe schon nehmen hier. Würde ich auch nehmen. Nicht in die Augenbrauen. Bart kann auch verschwinden. Na gut, Bart habe ich nicht. Nico, erzähl, was hast du dir bei deinem Outfit gedacht? Ey, mein Outfit, der Trick ist gerade für mich eher, mich warm zu halten, weil mir ist jetzt hier drin schon kalt. Und dann hoffe ich, dass ich nicht friere, Digga. Wieso stinkst du so nach Pisse? Oh, ist das Latex. Ist es wirklich das Latex? Oh mein Gott. Oh. Bro, das hast du ja noch nie gerochen. Oh, es riecht fürchterlich, Alter. Amar, wir machen jetzt eine Vagina auf den Kopf. Mit Hahn? Bro, was machst du mit ihm? Du malst ihm eine Brille? In Käfing geht es ja auf jeden Fall um missglückte Experimente und so Sachen. Das spielt schon irgendwie wieder mit. So respektlos, wie Ron aussieht. Also ich finde es ganz geil irgendwie. Ja, ich also keine Ahnung, was ich hier mache. Mal gucken, wie ich gleich aussehe. Ne? Noch sehe ich einfach aus wie immer. Ne? Und was hast du vor? Lass mich einfach mal machen. Das wird deine komplette Eigenkreation. Marc, wie oft machst du das so in der Woche? Bro, ich mach's echt zum allerersten Mal in meinem Leben, Alter. Ich auch, Mann. Guck mich mal an. Denkst du, es wird gut? Man denkt nicht, ne? Bruder, was? Das sieht aus wie der Joker auf einem Absturz. Oh, ist der Mann hässlich. Ich schlitz dich ab, du Kleiner. Ich hab in der Wanne so gerade jemanden mit dem Kleiderbügel abgeschlitzt. Wir machen zumindest hier, wir geben uns ein bisschen Mühe. Lass uns einfach hängen. Guck mal, die linke Seite, das sind so die Streber. Jeder versucht da so sein Bestes zu geben. Wir hier in der Mitte, lass uns über uns ergehen. Letzte Reihe in der Schule, die machen wirklich gar nichts, die machen nur Scheiße. Wir dachten uns, wir machen mich komplett blau, weil ich ja auch in der Regel immer blau bin. Also aus image-technischen Gründen ist top. Ja. Das ist Thriller! Thriller-Line! Sagt ihr überhaupt? Keine Ahnung. You got the Thriller! Boah, ist das eklig. Oh mein Gott, ich hab ne geile Idee. Guck mal, Carsten, mach mir so einen Finger hier raus. Ja, war es das gruselig? Genug Spaß gehabt. Die Stunde ist gekommen, eure Mission zu erfüllen. Tretet nun in eure finsteren Rollen, denn ihr seid auserwählt. In dieser Nacht das ultimative Grauen im Moviepark zu entzwirbeln. Wir sind jetzt verkleidet und geschminkt und gehen gleich rein in den Raum. Heute haben wir sogar noch jemanden dabei von der Blue Man Group. Freunde, lasst uns gehen. Jetzt wird einbalsamiert. Nein! Wo ist der Mann mit der blauen Maske? Wo ist der Mann mit der blauen Maske? Ich hab irgendwas vergessen. Sebastian spielt die Rolle ein bisschen zu gut mit seinem Bitte hilf mir, Digga. Ich erschreck die so instant, ich muss so lachen. Aber man muss ja ernst bleiben, Digga. Wie bitte? So ist Tim auch immer normalerweise. Lass,
Der war der krasse. Wir bezahlen ja einfach Geld dafür, um sich anschreien zu lassen, Digga. Lauf weiter! Soll ich einfach mal mich in die Mitte stellen und die Leute einfach so angucken? Du hast gerade was richtig Krasses verpasst. Bro, da ist gerade eine, die war hier, die ist Real Talk anderthalb Meter weggesprungen, in ihren Freund rein, fast gebrettert. Ja, aber guck mal, noch. Achtung! Raus, schnell, raus! Sag mal, was dein Plan ist, was du machst immer. Ich scheuche die mal durch, dann schrei ich lauf. Und dann scheuche ich sie in die Arme von den anderen. Da vorne, wo es runter geht, bring ich nochmal runter und er schreckt sie von oben. So. Wir müssen uns beeilen! Die Zeit schlägt los! Ah! Ich hab gesagt, wir müssen uns beeilen! Bei der nächsten Gruppe werde ich hier vorne direkt anfangen und dann werde ich sagen, ihr findet mich nicht und dann voll psychopathisch weglaufen. Ihr findet mich nicht! Lass weiter! Das wollte ich doch reden, ja? Das gefällt mir, das ist gut. Wir ficken die jetzt, komm. Ja, komm. Psychoterror, Mann! Bleib bei uns! Bleib doch hier! Das ist doch schön hier! Bleib doch bei uns noch ein bisschen! Achtung, ich spring! Ja, komm! Hier kommt der Boden! Lass raus, nein! Wir haben uns eine neue Technik überlegt. Die Leute kommen von da, die gehen den langen Weg. Dann hocke ich mich hier unten hin. Hector! Die Leute sind abgelenkt von ihm da unten. Und während die abgelenkt sind, chill ich hier. Ich sehe Marcus da und dann... Ja. Ist ein guter Plan, oder? Hector! Verlangt mehr von euch. Verlasst diese Hallen und tragt euren Schrecken hinaus in die Welt. Lasst die Nacht zum Albtraum derjenigen werden, die sich nach draußen wagen. Wir haben Leute schon erfolgreich erschrocken im Horrorhaus. Jetzt befinden wir uns hier auf der Straße im Moviepark und versuchen noch Leute zu erschrecken, während sie ganz normal durch den Park laufen. Let's go. Let's go. Ich hab einen Puff. Ja, war klar wieder, ne? Hier, ab jetzt so sollte man seine Rolle schlüpfen. Marc, erstmal mit, ich hab einen Puff. Super. Machst du uns mal zwei Bier, bitte? Bei Nico, du siehst einfach aus wie Faber-Castell-Kasten in der Fresse, ey. Bei Nico haben sie einfach ein bisschen mit dem Pinsel im Gesicht rumgemalt. Ey, wir brauchen den Spot, also wo die Kameras so leicht versteckt sind und wir so... Das Ding ist, wenn wir da vorne in diesem Gang einfach machen, das ist schon perfekt. Ja, komm. Wenn ich einem so nahe komme, musst du dich eigentlich hinter dem stellen. Ja, das funktioniert einfach so gut. Krass. Alright, pass auf. Draußen ist echt schwierig, aber wir gehen jetzt mal auf die Leute ein bisschen zu. Wenn sich umdrehen, ist Sascha da. Und Sascha ist mit Schminke sehr, sehr, sehr hässlich und sehr, sehr, sehr gruselig. Also gehen wir rein, komm, let's go. Hey, hör mal kurz zu. Siehst du die mit der Jacke und dem Rucksack? Stell dich mal bitte hinter dir. Ah!
versichern, niemand wird diese Nacht je vergessen. Weder die Unschuldigen noch ihr selbst. Viel Spaß bei eurem Untergang. Zum krönenden Abschluss dürfen wir uns jetzt erschrecken lassen. Ich bin gespannt, wer von uns der Schreckhafteste ist und wer sich vielleicht wirklich auf lautstark erschreckt. War das Deutsch überhaupt? Horrorhaus! Let's go, wir gehen rein. Horror, ihr sagt Haus! Horror! Happy Halloween! Wir sollen uns nicht erschrecken, wenn es geht. Also, du bist eine richtige Mimi, oder? Ja, ich bin gut im Erschrecken, aber im Erschreckt werden. Okay. Außer beim Pfiff, egal. Digga, ich habe einmal eine Folge direkt wieder nicht family friendly, Alter. Warum bin ich das fucking Schutzschild von Sebastian? Guck mal, so ängstlich ist er. Herzlich willkommen hier bei uns im Slaughterhouse. Ron geht vor. Aber ich hab gar keinen Bock, Digga. Ich weiß, wo du bist. Ey, geh mal vor. Was ist denn mit ihm passiert? Ron ist die ganze Zeit so. Ey, Ron! Geh mal vor, ich kann nicht mehr. Ach ja, okay. Yo, Hände hoch. Hier riecht's aber ganz speziell. Du erschreckst mich nicht. Ich hab's dir gesagt. Tu es. Wir haben einen weniger bei allen Jutzen. Alle, die zuschauen, wir haben 1-2. Evi ist nicht mehr dabei. Wie dicht ist hier der Nebel, Bro? Ah, Mann, ich hab dein Gesicht angefangen. Digga, wie sieht er denn mich und ich ihn nicht? Oh mein Gott, meine Mann! Eben noch alle Jutzen. 1, 2. Digga, wie sieht er hier drin? Sind wir hier bei 16 Bars? Sascha, hier ist doch keine Hotbox. Marvin Gaye! Action! Oh. Man hat nichts gesehen. Ich schwitz wirklich. Ich hab echt Schiss gehabt, Alter. Ey, wo ist dein Gerät? Aber der Letzte, der hat uns ja komplett auseinandergenommen. Wo ist Nico? Alter, das ist heftig, Bro. Ey, Junge. Ich steh neben irgendwas, Digga. Alter, was ist Digga, das war ja geisteskrank. Ich guck auf einmal, ist der Typ da? Ich hab echt Angst gehabt. Ja, und ich hab mich wirklich an Amar festgehalten. Ich hab echt so Ding gemacht. Amar, wir müssen zusammen bleiben. Ja, wir haben aber alle überlebt. Aber das war echt krass, Alter. Das war's mit dem Video von heute. Ich glaube, das war ein würdiger Abschluss, in dem wir selber uns noch mal huseln durften. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Abonniert gerne den Kanal. Ich würde sagen, ey, Happy Halloween an euch alle da draußen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao, ciao.